Ja zum biometrischen Pass, ja zur Komplementärmedizin, sagen die Delegierten von der BDP. Nach dem engagierten Referat von unserer Bundesrätin fällt die Empfehlung an die Wählerinnen und Wähler für den biometrischen Pass fast einstimmig aus. Neuerdings werden das Foto und zwei Fingerabdrücke elektronisch auf einem Datenchip abgelegt. Das ist neu. Das macht den Pass, und das ist wichtig für uns, das macht den Pass sicherer und es macht ihn auch resistenter gegen Missbrauch. Datenchips können Sie praktisch nicht verändern. Der Tier hat natürlich unsere Bundesrätin wieder ein super Referat gehalten, hat das, glaube ich, sehr gut können überbringen. Und dort ist sehr wichtig, dass dort ein Ja rauskommt. Ich denke, die Schweiz ist ein Tourismusland und das wäre fatal, wenn man plötzlich die Visa haben für in die Schweiz einzureisen von den Nachbarländern, und das dürfte eigentlich nicht passieren. Weniger deutlich ist die Parole für die Komplementärmedizin. 45 Ja zu 33 Nein-Stimmen. Die Berner Nationalrätin Ursula Haller hat an der Delegiertenversammlung für die Komplementärmedizin plädiert. Weil es gibt einfach Bereiche, wo die Schulmedizin irgendwann am Ende von ihrem Latein ist. Und da ist es gut, wenn man allenfalls eben auch bei der Komplementärmedizin noch anklopfen kann. Die Bündner Regierungsrätin Barbara Janumsteiner dagegen. Die Komplementärmedizin gibt es heute schon, sie ist berücksichtigt. Die Schulmedizin ist in der Bundesverfassung mit keinem Wort erwähnt. Warum, so frage ich Sie, soll es dann die Komplementärmedizin sein? Ich bin sehr zufrieden heute, wie es gelaufen ist. Wir haben zweimal sie abgeschlossen. In Bezug auf Komplementärmedizin ist es eine ganz interessante Diskussion gewesen, parteiintern. Und schlussendlich auch das Resultat hat, glaube ich, widerspiegelt, dass wir offen die Partei sind und halt auch heikle Themen offen mit unseren Leuten diskutieren. Die Abstimmung findet am 17. Mai statt.